Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen wieder bei Moped Sport. Heute eine echte Rarität, eine Gritzner Brummi 60 von 1956, ein Moped mit 1,25 PS. Das gehört dem Christoph Derak aus Dülmen-Hiddingsel, hier vom Gritzner Museum oder Zweiradmuseum in Hiddingsel. Wir gucken uns das mal ein bisschen näher an. Die Maschine ist original, hat 9777 Kilometer gelaufen. Hier die schöne Lenkerklemmung. Original Dehnfeldsattel, hinten so eine Radnabenfederung. Wir werden jetzt mal einen Startversuch unternehmen. Ein Tritt, typisch für einen Sachsmotor. Der Brummi brummt. Schönes, seltenes Gerät, noch im Originallack. Und das von 1956. Ich glaube, das ist die älteste Maschine, die wir bis jetzt hier auf dem Kanal hatten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.